schönen Sonntag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Hohen Haus, heute mit diesen Themen. Mehr Wohnbau soll ein milliardenschweres Konjunkturpaket bringen. Angstschnitt. Aus Angst vor Haftungen werden Bäume oft unnötig gefällt oder zurückgestutzt. Zeitumstellung. Sie ist eigentlich abgeschafft, aber es gibt sie immer noch. Die Bundesregierung will die Bauwirtschaft ankurbeln. Dazu hat der Nationalrat diese Woche den ersten Teil des Wohn- und Baupakets beschlossen. Außerdem bekommen die Länder 1 Milliarde zur Schaffung von leistbarem Wohnraum und Zuschüsse für die Aufnahme von Wohnbaudarlehen von bis zu 500 Millionen Euro. Trotz scharfer Kritik aller Oppositionsparteien haben schlussendlich nur die Neos dem ersten Teil dieses Pakets nicht zugestimmt. Die SPÖ hat nur deshalb gegen die Streichung der Grundbucheintragungsgebühren gestimmt, weil sie auch teilweise für Immobilien im Wert von bis zu 2 Millionen Euro gestrichen wird. Susanne Däubel mit den Details aus dem Nationalrat. Schon im Vorfeld sorgte das Wohnbaupaket der Regierung für viel Kritik der Opposition. Offensichtlich herrscht in dieser schwarz-grünen Streitereikoalition, Chaoskoalition, weiterhin Uneinigkeit über den wichtigsten Teil des Wohnbaupakets, nämlich die sogenannte Baumilliarde. Das Wohnpaket der Bundesregierung enthält keine einzige Maßnahme, die Wohnen in Österreich für all diese Menschen leistbar machen wird. Immer dann, wenn die Regierung nicht weiter weiß, erfinden sie irgendein Paket und sie handeln sich von einem Paket zum nächsten weiter. Die Regierung sieht das freilich anders und lobt sich für ihr, wie sie sagt, insgesamt 2,2 Milliarden schweres Paket, finanziert aus Steuergeldern. Im Großen und Ganzen vier Ziele. Erstens, ja, die Stützung der Baukonjunktur, damit natürlich auch die Sicherung des Einkommens von tausenden Familien. Zweitens geht es auch darum, Schaffung von Eigenheim und Eigentum zu erleichtern. Drittens, mehr leistbaren Wohnraum auch zu schaffen. Und viertens auch eben die Qualität des Wohnbaus, des vorhandenen Wohnraums auch zu verbessern. Insgesamt wurde erwähnt 2,2 Milliarden Euro bis zum Jahr 2027. Das ist viel Geld, ja, aber es ist gut investiertes Geld. Aktuell sind die Bauwirtschaft und die dortigen Arbeitsplätze stark unter Druck. Mit diesem Wohnbau-Konjunkturpaket schlagen wir diese Fliegen jetzt alle mit einer Klatsche. All diese Wohnungen, die wir jetzt bauen mit diesem Geld, sind über Jahrzehnte an günstige Preise gebunden. Wir entziehen sie damit der Immobilienspekulation, die die Mieten ja ebenfalls in die Höhe treibt. Und wir sagen auch dem spekulativen Leerstand den Kampf an. Wir werden den Ländern die Möglichkeit geben, die Höhe der Leerstandsabgabe erstmals frei zu bestimmen. Die Leerstandsabgabe wurde allerdings noch nicht beschlossen. Es braucht für sie eine Zweidrittelmehrheit. Das Wohn- und Baupaket besteht großteils aus Zweckzuschüssen an die Bundesländer. Sie bekommen 780 Millionen, um den Neubau von Wohnungen zu fördern. 220 Millionen sind zweckgebunden für die Förderung der Sanierung bei gemeinnützigen Bauvereinigungen. Außerdem bekommen die Länder 500 Millionen an Zinszuschüssen, damit die Zinsbelastung für ein Wohnbaudarlehen für die nächsten 4 Jahre nicht höher als 1,5% beträgt. Von Juli 2024 bis Juli 2026 soll sowohl die Grundbucheintragungsgebühr als auch eine etwaige Pfandrechtseintragungsgebühr beim Kauf von Eigenheimen wegfallen. 60 Millionen sollen die Länder 2024 zur Delogierungsprävention bekommen und für den Reparaturbonus gibt es zusätzlich 50 Millionen Euro. Eine konkrete Folgenabschätzung zu den Kosten gibt es nicht, weil die Regierung dieses Paket ausschließlich über Initiativanträge und Abänderungsanträge verabschiedet hat. In diesen Anträgen gibt es keine Angaben zu den finanziellen und volkswirtschaftlichen Auswirkungen. Die Bundesregierung hat am 27. Februar dieses Konjunkturpaket präsentiert. Aber erst 17 Stunden vor dem Finanzausschuss war die schwarz-grüne Regierungsfraktion in der Lage, die entsprechenden Abänderungsanträge an die anderen Parlamentsfraktionen zu übermitteln. Das ist ein schlechter Stil. So geht man mit der Opposition nicht um. Wir wollen auch Wohnraum wieder leistbarer machen. Und daher unterstützen wir mit Zweckzuschüssen, dass sich die Länder günstige Gelder aufnehmen können über die Bundesfinanzierungsagentur oder auch über Banken in den Ländern, dass sich die Kreditnehmer, sprich die Wohnbauwerberinnen und Wohnbauwerber, Kredite nehmen können bis zu 200.000 Euro.
bis zu 1,5% an Verzinsung. Allerdings gibt es diesen Zuschuss eben nur für 4 Jahre. Und jetzt weiß ich nicht aus deiner Lebensrealität, wie viel Heißelbauer du kennst, die 200.000 Euro aufnehmen, ob du die 200.000 Euro dann innerhalb von 4 Jahren zurückzahlst oder ob die Leute sagen, ich möchte das 30 Jahre lang finanzieren. Und vielleicht wird mich sozusagen, bevor ich ein Haus baue oder eine Wohnung kaufe, schon interessieren, wie ich die nächsten 25 Jahre den Kredit zurückzahle und ob ich vielleicht dann Zinsen habe von 5%. Die Frage werden uns die Menschen stellen. Auf diese Frage gibt es leider keine Antwort. Auch die Frage, inwieweit die Länder die Zweckzuschüsse abrufen werden, ist offen. Über den Antrag haben die Länder die Möglichkeit, 500 Millionen Kredite aufzunehmen. Das wird nach den Einwohnern aufgeteilt. Bedeutet, wenn ich 200.000 Euro pro Eigenheim Geld nehmen darf, also Kredit nehmen darf, dass in Österreich 2.500 Eigenheime damit gefördert werden. Wir haben 2.301 Gemeinden. Das heißt, nicht einmal in jeder Gemeinde, wenn man ein bisschen die Größenordnung hernimmt, wird ein Eigenheim gefördert werden. Von jedem Lohn und von jedem Gehalt geht 1% Wohnbauförderungsbeitrag ab. Und das geht an die Länder. Das waren im letzten Jahr ungefähr 1,3 Milliarden Euro. Die Bundesländer geben davon 37% fürs Wohnen aus. Und die anderen 63% verblasen sie so. Wenn man so Landeshauptmann ist, ist ganz cool, da kommt das Geld rein und dann kann man dort der Feuerwehr eine Leiter sponsern und dort der Blasmusik eine neue Trompete oder eine neue Tracht. Und jetzt, was macht die Bundesregierung? Wir geben den Ländern einfach noch mehr Geld. Sollen sie, wenn sie das Geld, das sie haben fürs Wohnen, schon nicht fürs Wohnen ausgeben, kriegen sie einfach noch mehr. Die NEOS haben ausschließlich der temporären Abschaffung der Gerichtsgebühren zugestimmt. Sonst waren sie gegen die Ausbezahlung von noch mehr Geld an die Länder. Wir haben den Großteil der Anträge am Abend davor erhalten. Wir haben da auch die Nacht durchgearbeitet, um uns das ganz genau anzuschauen. Und noch einmal, wir kommen einfach zu dem Schluss, dass hier die Länder ihre Aufgabe nicht wahrnehmen. Die haben genügend Geld. Die SPÖ stimmte als einzige Partei gegen die Abschaffung der Gebühren, weil sie anteilsmäßig bis zu einem Eigenheim, das 2 Millionen Euro kostet, erlassen werden. Wenn sich jemand, der Häuselbad mit 2 Millionen, der braucht sicherlich nicht den Erlass für eine Eintragung bei der Grundbuchsgebühr mit ein paar tausend Euro. Beim Großteil des Wohnpakets stimmten aber sowohl die SPÖ als auch die FPÖ mit. Die Freiheitlichen stimmen diesem Antrag zu, obwohl wir sehr viel Kritik an diesem Antrag üben. Aber ein bisschen Geld ist immer noch besser als kein Geld. Auf die Frage, warum man bei einem Milliardenpaket nicht das ordentliche Begutachtungsverfahren einhält, wollte die grüne Wohnbausprecherin nicht wirklich eingehen. Zumindest jede einzelne Maßnahme ist mit den Stimmen einer weiteren Oppositionspartei beschlossen worden. Und ich freue mich immer, wenn es im Parlament so eine konstruktive Zusammenarbeit innerhalb der Fraktionen gibt. Das sahen die Oppositionsparteien anders. Eine der großen Oppositionsparteien, also entweder die SPÖ oder die FPÖ, wird jedenfalls auch dann wieder gebraucht, wenn es darum geht, für den zweiten Teil des Bau- und Mietpakets mit der Leerstandsabgabe die notwendige Zweidrittelmehrheit zu erhalten. Seit mehr als 25 Jahren hat man in Österreich die Möglichkeit, in Bildungskarenz zu gehen. Wer zumindest 6 Monate in einem Betrieb beschäftigt war, hat alle 4 Jahre Anspruch auf ein Jahr Weiterbildungsgeld vom AMS. Das entspricht 55% des Nettoeinkommens, also quasi dem Arbeitslosengeld. Der Rechnungshof und die wirtschaftsliberale Denkfabrik Agenda Austria kritisieren allerdings, dass das System missbraucht werde. Oft werde die Bildungskarenz direkt an eine Elternkarenz angeschlossen und viele Menschen würden sich mit wenig Bildungsaufwand ein Sabbatical auf Staatskosten gönnen. Arbeitsminister Kocher von der ÖVP hat bereits Reformpläne angekündigt. Markus Blecher hat sich das Thema genauer angesehen. Ob Universität, Wirtschaftsförderungsinstitute oder private Online-Kursanbieter, die Möglichkeiten an Ausbildungen für eine Bildungskarenz sind vielfältig und der Ausblick auf eine Auszeit aus dem Berufsalltag ist verlockend. So verlockend, dass immer mehr Menschen in Österreich auf den Geschmack kommen. Tendenz steigend. Vergangenes Jahr waren es mehr als 22.000 Bildungskarenzbeziehende. Damit steigen allerdings auch die Kosten. In den letzten 5 Jahren haben sich die Ausgaben für Weiterbildungsgeld und Sozialversicherungsbeiträge mehr als verdoppelt. 2023 waren es 512 Millionen Euro. Die wirtschaftsliberale Denkfabrik Agenda Austria ortet einen Missstand und führt das in einer kürzlich erschienenen Studie aus.
Weiterbildung ist ja generell ein sehr, sehr relevantes Thema und auch für Höhergebildete ist es ja absolut lobenswert, wenn irgendwo die Bereitschaft besteht, sich stetig weiterzubilden und eben die beruflichen Qualifikationen auszubauen. Man muss aber schon ganz klar sagen, dass ja bei der Bildungskarenz dieses Weiterbildungsgeld, also diese Ersatzleistung, die eben gewährt wird vom Arbeitsmarktservice, im Endeffekt trotzdem öffentliche Gelder sind. Und man muss sich schon überlegen, was allgemein finanziert werden soll und wo der Unternehmer oder der Arbeitnehmer selber dafür aufkommen soll. Und da muss man ganz klar sagen, es gibt diverse Weiterbildungsmöglichkeiten, Fortbildungsmöglichkeiten und dergleichen, aber da müssen die Kosten halt auch vom Unternehmer bzw. vom Arbeitnehmer getragen werden und soll kein Allgemeingut sein. Die Arbeiterkammer sieht das anders und kritisiert den Bericht scharf. Es sind ja keine Staatskosten, sondern es sind Versicherungsbeiträge von Arbeitnehmerinnen und Arbeitgebern. Das heißt, so gesehen ist es etwas, was sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber schon auch selber zahlen. Es sind einfach viele Behauptungen, die aufgestellt werden, aber eigentlich durch nichts untermauert werden können. Also zum Beispiel, dass alle Menschen die Bildungskarenz beziehen oder ein Großteil der Menschen sich nur eine schöne Zeit unter den Palmen machen wollen. Das ist insofern nicht in Ordnung, als man dann viele Menschen, die tatsächlich sich weiterbilden, und das ist der absolut überwiegende Teil, hier einfach in Misskredit bringt. Und das halte ich für eine Forschungseinrichtung nicht würdig. Größtenteils gehen Frauen in Bildungskarenz. Vergangenes Jahr haben mit 18.000 mehr als viermal so viele Frauen wie Männer Weiterbildungsgeld bezogen. Laut Agenda Austria wird zudem der Anteil jener Frauen, die eine Bildungskarenz direkt an eine Elternkarenz anschließen, zunehmend höher. 2021 waren es schon knapp 70%. Die Ökonomin spricht von einem Missbrauch der Bildungskarenz. Da kann man ganz klischeehaft mehr oder weniger einfach googeln, Babypause verlängern. Und dann findet man diverse Kursangebote, die eben ganz explizit damit werben. Sprachkurs auf Anfängerniveau, einfache Rhetorik- und Office-Kurse und so eben sagen, okay, Sie haben die Möglichkeit, ein Jahr länger bei Ihrem Baby zu Hause zu bleiben und nutzen Sie doch die Möglichkeit, Bildungskarenz und ja. Grundsätzlich gibt es kein System in irgendeinem Staat, das man mit einiger Kreativität nicht missbrauchen kann. Also das, glaube ich, muss man schon vorweg sagen. Es gibt Kursinstitute, die sehr zweifelhafte Angebote haben. Die wollen wir auch nicht verteidigen, halten wir auch nicht für gut. Für uns ist es wichtig, dass Bildungskarenz für Bildung und Weiterbildung auch verwendet und gebraucht wird. Und als solches muss es auch erhalten werden. Und wenn man da an Bildungsinstitute andere Anforderungen formuliert, macht das durchaus Sinn. Arbeitsminister Kocher sieht ebenfalls Reformbedarf. Seitdem der Rechnungshof vor fast genau einem Jahr die Bildungskarenz in ihrer aktuellen Form kritisiert hat, gäbe es Gespräche. Im ÖVP-Parlamentsclub unterstützt man den Arbeitsminister. Wenn wir uns anschauen, wie die Bildungskarenz ins Leben gerufen ist, war ja Ziel der Bildungskarenz, dass wir Mitarbeiter dabei unterstützen, sich weiterzubilden und zu qualifizieren und andererseits, dass Unternehmer davon profitieren. Und dieses Ziel sollten wir wieder in den Fokus stellen. Der grüne Koalitionspartner möchte die Bildungskarenz nicht reformieren. Wir sind auch in die Regierung gegangen, weil wir den Sozialstaat sichern wollen, weil wir den Sozialstaat festigen wollen, den Sozialstaat ausbauen wollen. Wir sind nicht in die Regierung gegangen, um Sozialleistungen, um arbeitsmarktpolitische Leistungen zu kürzen. Es steht auch dazu nichts im Regierungsprogramm und so wird es auch bleiben. Die SPÖ möchte formal weniger qualifizierten Menschen eine Bildungskarenz besser ermöglichen. Wir haben einen Reformbedarf bei der Bildungskarenz, das zeigen Rechnungshofbericht klar auf. Es muss aber in diese Richtung gehen, dass diese Reform dazu genutzt wird, dass Menschen, die in niedriger Qualifikation derzeit oder mit der Qualifikation in Job stehen, auch in diese Bildungsmöglichkeiten eintreten können, nämlich arbeiten, höher qualifizieren, um letztendlich dann auch eine noch bessere Fachkraft für den Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen. Die Freiheitlichen wollen lieber die Elternkarenz reformieren. Wir sehen ja, Frauen haben das Bedürfnis, länger bei ihren Kindern zu bleiben. Die ideologisch motivierte Kürzung und permanente Einschränkung der Elternkarenz ist der falsche Weg. Das ist das, was die Familien eben nicht wollen, was die Mütter nicht wollen. Das heißt, natürlich braucht es das und der Arbeitsminister müsste sich mit der Familienministerin kurzschließen. Und da braucht es tragfähige Beine. Auf der einen Seite eine ordentliche Elternkarenz, die wirklich alle Bedürfnisse abdeckt und auf der anderen Seite eine Bildungskarenz, die auch das leistet, wofür sie eigentlich gedacht ist, nämlich Weiterbildung für Arbeitnehmer. Und den NEOS ist das aktuelle System ein Dorn im Auge.
Also es bekommen jetzt die Falschen. Wir fördern damit sehr junge Leute, die bereits eine gute Ausbildung haben. Die bräuchten das gar nicht. Wir zahlen Müttern die Verlängerung der Elternkarenz. Dafür war es auch nicht gedacht. Und es geht zu wenig Geld an die, die es wirklich brauchen, nämlich Menschen, die noch keinen höheren Abschluss haben und die auf dem Arbeitsmarkt zu den Älteren zählen, weil die gefährdet sind. Im Regierungsprogramm ist keine Reform eingeplant und die Legislaturperiode endet bereits im Herbst. Vermutlich werden sich also erst nach der Nationalratswahl neue Mehrheiten für oder gegen die Bildungskarenz finden müssen. Wer haftet eigentlich für Schäden, die außerhalb eines Waldes von einem herabfallenden Ast oder einem umgestürzten Baum verursacht werden? Bisher war das der Baumbesitzer, der analog zu einem Hauseigentümer dafür gerade stehen musste. Das soll sich jetzt ändern. Musste bisher im Schadensfall der Baumbesitzer nachweisen, dass er seine Sorgfaltspflicht erfüllt hat, muss jetzt der Geschädigte beweisen, dass der Baumbesitzer seine Sorgfaltspflicht nicht erfüllt hat. Durch diese Beweislastumkehr sollen Bäume künftig weniger gestutzt oder gar gefällt werden, was auch für das Klima gut ist, sagt die grüne Justizministerin Klaus Bruckmann mit einer Bestandsaufnahme. Dieser Fall war erst vor 2 Wochen Thema in der ORF-Sendung Bürgeranwalt. In Kärnten hat vor mehr als 3 Jahren ein Ast eines umstürzenden Baumes eine Windschutzscheibe durchschlagen. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Die Versicherung wollte den Totalschaden nicht bezahlen. Um Fälle wie diese zu vermeiden, greifen Bundesländer oder Gemeinden manchmal zu drastischen Maßnahmen. Hier im Helenental bei Baden sind die Bäume neben der Bundesstraße auf einer Breite von 1,5 Baumlängen gefällt worden, damit sie nicht auf die Straße fallen können. Genau gegen so ein Vorgehen gab es vor kurzem beim Zickenbach in Güssing im Burgenland eine Demonstration. Zuvor waren hier entlang eines Fahrrad- und Spazierweges knapp 150 Bäume gefällt worden, aus Sicherheitsgründen, wie es heißt. Das Haftungsrecht-Änderungsgesetz mit der Beweislastumkehr wurde diese Woche im Plenum beschlossen. Alle Parteien haben der Regierungsvorlage der grünen Justizministerin zugestimmt. In Zukunft wird es so sein wie im allgemeinen Schadenersatzrecht. Derjenige, dem der Baum gehört, der muss dafür sorgen, dass mit dem Baum alles in Ordnung ist, dass er grundsätzlich abgesichert ist, aber es gibt keine überbordenden Sicherheitsvorschriften. Umgekehrt muss jeder, der sich einem Baum nähert, der sich unter einen Baum setzt, der auf einen Baum raufkraxelt, der irgendetwas unter einen Baum stellt, davon ausgehen, es könnte auch was runterfallen, muss sich überzeugen, ob der Platz darunter sicher ist. Und dann darf er auch, wenn trotzdem etwas passiert, den Baumhalter nicht dafür verantwortlich machen. Wir haben mit 3 Abgeordneten gesprochen, die auch Bürgermeister sind. Hans Hintner leitet die Geschicke der Stadtgemeinde Mödling seit mehr als 20 Jahren. Für Gemeinden bedeutet die künftige Rechtslage eine Erleichterung. Der Baum ist ein dynamisches Lebewesen, sodass man oft ein paar Tage, ein paar Wochen später aufgrund von Wind, Sturm etc. gar nicht sagen kann, wie er dann reagiert. Dadurch mussten manche Bäume auf Stock gesetzt werden, zum Entsetzen mancher Wanderer und Erholungssuchenden. Aber wenn man die damalige, die jetzt noch gültige Rechtslage kennt, dann muss sich ganz einfach die Gemeinde, die Verantwortungsträger schadlos halten. Was dazu kommt bei diesem Aspekt ist, dass dieses neue Gesetz natürlich auch den Bäumen der Vitalität des Grüns des Waldes entgegenkommt. Das ist quasi auch ein Baumschutzgesetz geworden. Afritz am See im Gegendtal zwischen Villach und Radenthein in Kärnten wirbt mit wunderschöner Landschaft. Das Tal ist aber auch oft von Unwettern betroffen. Wir haben vor einigen Jahren den Fall erlebt, dass uns ein Sturm eine große Linden umgeschmissen hat, auf ein Carport drauf und darunter waren 4 Autos kaputt. Die Linde war gesund, es hat ihr nichts gefehlt, es ist überhaupt zu keinem Verfahren gekommen. Aber wir haben 200-300 Meter weiter eine zweite Linde gehabt, die für uns auch optisch gesund war. Und alle Leute haben schon immer gesagt, die Linden gehört weg. Manche, weil sie Angst gehabt haben, manche, weil sie einfach mehr Sonne haben wollten. Wir haben diese Möglichkeit genutzt und haben gesagt, jetzt ist da was passiert, wir schneiden die Linde weg. Mit dem heutigen Gesetz, oder wenn das Gesetz jetzt in Kraft tritt, würde man wahrscheinlich so einen Baum stehen lassen. Ein Spezialfall sind besonders wertvolle Bäume. Sie sind speziell geschützt. Der Bürgermeister von Trumau südlich von Wien zeigt uns ein Beispiel. Dann gibt es jetzt in diesem neuen Gesetz ja mehr oder weniger diesen Passus, dass teilweise Bäume
ausgenommen sind, wenn sie eine besondere ökologische Bedeutung haben oder wenn sie eine besondere kulturelle Bedeutung haben. Aber es ist nicht näher definiert, was das jetzt letztendlich bedeutet und welche Bäume sind das jetzt. Und wenn ich zum Beispiel da nach hinten sehe, diese Bäume hier im Zentrum unserer Gemeinde, die weit über 100 Jahre alt sind, die die größten Bäume in Wirklichkeit sind und die aber auch, von, wenn man sich das anschaut, so ein bisschen die gefährlichsten Bäume sind. Was trifft jetzt für diese Bäume zu? Ist das jetzt ein besonderes ökologisches Baumgut oder ist es das nicht? Das wird irgendwann wahrscheinlich am Ende des Tages die Judikatur zeigen. Beim Verbraucherschutzverein hat man mit dem neuen Gesetz keine Freude. Hier heißt es, die Rechte der Geschädigten werden geschmälert. Die Situation wird zukünftig so ausschauen, dass es eigentlich kaum mehr Schadenersatzansprüche geben wird. Und wenn man der Spur des Geldes folgt und sich überlegt, warum kommt es denn zu so einer Beweislastumkehr? Warum muss ab jetzt der Geschädigte dafür Sorge tragen, dass er beweisen kann, dass der Baum eventuell einen Schaden gehabt hat? Dann kommt man am Ende des Tages zu den Versicherungen und zum Interesse der Versicherungen, sich hier viel, viel Geld an Schadenersatz aus der Haftpflicht heraus sparen zu können. Wir sehen, dass der Schutz von Leib und Leben weichen muss hin zu einem Schutz von einer Naturbelassenheit der Bäume. Ist das jetzt ein Nachteil für den Geschädigten? Nein, das war bis jetzt ein Vorteil, der nur dadurch entstanden ist, weil wir als Gesetzgeber keine Regelung vorgesehen haben und dementsprechend die Gerichte sich an etwas orientiert haben, nämlich an den Bauwerken, an der Bauwerkehaftung, was man schlichtweg nicht vergleichen kann. Es war die einzige Möglichkeit in der Judikatur, aber es war etwas, was nicht logisch ist und nicht nachvollziehbar und deswegen wird das jetzt anders geregelt. Einstimmig hat das Plenum des Nationalrats das neue Bäumehaftungsgesetz beschlossen. Jeder Einzelne ist künftig also gut beraten, genau aufzupassen, unter welchen Bäumen er sich bewegt. In genau einer Woche am Ostersonntag müssen wir mit einer Stunde weniger Schlaf auskommen. Denn da beginnt die Sommerzeit. Um 2 Uhr früh werden die Uhren um eine Stunde auf 3 Uhr früh vorgestellt. Eigentlich sollte das gar nicht mehr sein, denn in den Jahren 2018 und 2019 haben sich die EU-Kommission, eine europäische Volksbefragung und das EU-Parlament mit deutlicher Mehrheit gegen die Zeitumstellung ausgesprochen. So sehen es auch alle Parlamentsparteien, Schlafforscher, Landwirte und Lehrer. Woran liegt es, dass wir immer noch die Uhren und uns selbst umstellen müssen? Klaus Bruckmann hat nachgeforscht. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Die Zeitumstellung wurde eingeführt, um Energie zu sparen. Dieser Effekt ist heute kaum mehr messbar. Erstmals gab es in Österreich eine Zeitumstellung im Jahr 1916. Das Intermezzo dauerte aber nur 3 Jahre. 1940 war es wieder soweit, aber auch nur bis zum Ende des Krieges. 1980 wurde die Zeitumstellung in ganz Europa wieder eingeführt und ist seither geblieben. Und auch damals war es das Osterwochenende. Für den Übergang wurden die Osterfeiertage gewählt. Wenn wir am Ostersonntag nach einer amtlich weggezauberten Stunde aufwachen, stehen wir vor der Frage, weniger Schlaf oder weniger Freizeit am Sonntag. Die Zeitumstellung hat zahlreiche negative Auswirkungen auf den Menschen. Es ist korrekt, dass sozusagen in der Woche der Zeitumstellung es laut Studien mehr Unfälle gibt, weil die Leute eben übermüdet Auto fahren und eben diese Stunde fehlt, beziehungsweise dass eben auch aufgrund sozusagen dieses Mini-Jetlags ein möglicherweise erhöhtes Herzinfarkt und Schlaganfallrisiko besteht. Aus medizinischer Sicht wäre es besser, die Zeitumstellung abzuschaffen? Ich würde sagen, vermutlich ja. Ja. Kinder und Jugendliche brauchen oft bis zu 3 Wochen, um sich umzustellen. In dieser Zeit können sie ihre normale Leistung nur schwer erbringen. Es haben vor allem Kinder Probleme, die eher Eulentypen sind. Und das sind die meisten Jugendliche. Das heißt, sogenannte Abendmenschen oder Spättypen, die eben Probleme haben, ohnehin schon einzuschlafen, auch durch soziale Medien, nicht zur falschen Zeit, Überaktivierung. Die kommen eben in der Früh nicht aus dem Bett. Und das fällt eben vielen Jugendlichen gerade in der Umstellung auf die Sommerzeit besonders schwer. Nicht nur Menschen haben große Probleme mit der Zeitumstellung, auch Landwirte und ihre Tiere haben keine Freude. Georg Strasser ist Landwirt in der Nähe von Ips in Niederösterreich.
Wir haben Rinder zu Hause und die Tiere, die haben da am Anfang so etwas Ähnliches wie ein Jetlag. Man ist eine Stunde früher im Stall, wenn wir jetzt im Frühjahr umstellen, und die liegen dann alle noch herum. Und man muss die ganz kurz auftreiben, man füttert ein. Und das dauert circa eine Woche, bis diese Umstellungsphase vorbei ist. Peter Schmidlechner betreibt eine Landwirtschaft in der buckligen Welt im südlichen Niederösterreich. Es löst durchaus auch bei den Tieren einen Stress aus. Und die merken das durchaus auch, dass dort jetzt etwas anders ist. Es ist auch für Menschen selbst ist ja immer eine Belastung, ist ja eine Umstellung auch für den Körper. Man wird ein bisschen aus der Bahn geworfen sozusagen oder im zeitlichen Ablauf ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und ich denke, das wäre sehr sinnvoll, wenn man das auslaufen lässt. Und auch die Zahl der Wildunfälle ist im April bedeutend höher als in allen anderen Monaten des Jahres. Die Europäische Kommission hat 2018 ein Ende der Zeitumstellung beschlossen und hat sogar eine europäische Volksabstimmung abhalten lassen. Rund 80% der Bürger waren für die Abschaffung. Schließlich hat sich 2019 auch das Europäische Parlament mit 2/3-Mehrheit gegen die Umstellungen ausgesprochen. Einer, der damals Mitglied des Europäischen Parlaments war, ist Michel Raimon. Wie haben Sie denn damals gestimmt? Ich bin für die Abschaffung und das war eine große Mehrheit im Europaparlament. War das schon absehbar, dass das in der Umsetzung schwierig sein könnte? Es war nicht klar, wenn sich alle einig sind, dass abgeschafft werden soll, dass man sich dann jahrelang nicht auf Vor- oder Zurückdrehen einigen kann, war unabsehbar. Vor 2 Monaten waren sich auch alle Parteien im Nationalrat einig. Was eindeutig hervorgegangen ist in der Diskussion, ist, die Menschen wünschen sich ein Abstellen des Umstellens. Es ist bis dato auf europäischer Ebene zwischen den Mitgliedstaaten noch nicht gelungen, eine einheitliche Meinung darüber abzubilden, wie in Zukunft innerhalb der einzelnen Mitgliedsländer, aber im Hinblick auf eine einheitliche Lösung, dies bewerkstelligt werden soll. Und daher habe ich mein tiefes Verständnis, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union ein Ende dieses Zirkuses wollten. Ich glaube, dass eine einheitliche Zeitumstellung, eine einheitliche Zeit ohne Umstellung nur mit der Normalzeit oder mit der Winterzeit einhergehen kann. Prinzipiell ist es so, dass die Zeitumstellung jetzt nicht das größte Problem ist für den Körper und, oder auch für die Tiere. Ich glaube, damit können sich schon alle abfinden, aber ist es notwendig? Nein. Es scheitert seit Jahren an den einzelnen EU-Staaten, denn sie müssten das Ende der Zeitumstellung in nationales Recht umwandeln und sind sich nicht einig. Die Frage der Zeitumstellung ist etwas, was schon länger am Tisch liegt. Und da muss man sich irgendwann einmal auch in der Kommunikation entscheiden, möchte ich das ganz auf die Seite wischen und sage, okay, es gibt einen Dissens, wir können uns nicht einigen, wir schieben das Thema wirklich weg und befassen uns nicht mehr damit. Oder möchte ich das im Warteraum quasi nach wie vor stehen lassen. Und dann habe ich wirklich dieses Glaubwürdigkeitsproblem, weil jeder wartet und jeder erwartet sich etwas von der Europäischen Union, was dann nicht geliefert wird. Wie müssen das die 4 Millionen Bürger empfinden, die mitgestimmt haben? Als Zumutung würde ich mal meinen. Man hat sie gefragt, es gibt eine klare Meinung. Aber europaweit ist diese Meinung nicht ganz so klar wie im deutschsprachigen Bereich. Aber zumindest für Deutschland und Österreich bräuchte es auf diese Frage eine konkrete Antwort. Eine konkrete Antwort, die es wohl noch länger nicht geben wird. Und bis dahin heißt es über die Zeitumstellung: Ich komme wieder, keine Frage. Klaus Bruckmann hat berichtet und wir sind am Ende der Sendung angelangt. Hier geht es jetzt wieder weiter mit der Orientierung und Sandra Sabo. Ich darf mich im Namen des gesamten Teams verabschieden und freue mich, wenn Sie bei unserer nächsten Sendung nach Ostern wieder mit dabei sind im Hohen Haus. Bis dahin, eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen.